So what's the last thing you ate? Oh, an apple, I guess. Yeah, an hour ago. Right, do you know where it came from? From the tree, I guess. In what country? No idea. I think maybe Germany. Weißt du denn auch, wo es ungefähr herkam oder wie die Zusammensetzung ist? Nee, gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung? Interessiert es dich dann? Bisher noch nicht. Also ich weiß es gar nicht. In Deutschland mache ich mir da eigentlich immer nicht so die Gedanken drüber, weil ich immer denke, das ist eh gut. Isst du auch Fastfood oder sowas? Nein. Also gar nicht? Mag ich nicht. Magst du nicht? Nein. Warum denn nicht? Ich hasse Fastfood. Da kriege ich große Bauch. Ja, stimmt natürlich, ne? Ja, klar. Also ich bin zu fett, zu dick. Ist dir das denn wichtig, was für Zutaten du so nimmst, also wo die Zutaten herkommen? Das für mich ist ungefähr ja scheißegal. Ich kriege immer gutes Fleisch mit deutscher Plakette und so weiter, ne? Ist dir das denn sonst auch total wichtig oder ist dir das eher egal? Das ist mir eigentlich eher egal, solange es schmeckt. Weißt du denn auch, wo die einzelnen Sachen ungefähr herkommen? Also machst du dir darüber Gedanken? Ja, da mache ich mir Gedanken drüber, aber das ist das Problem. Das weiß man ja nicht, weil das ist hier eine große Halle und das sind alles Südländer, nicht? Aber wo die das herbeziehen, das weiß ich nicht, nicht? Dass es frisch ist, nehme ich an, also vom Geschmack her, nicht? Mhm. Also da verlasse ich mich dann drauf in dem Moment. Okay. Hauptsache es schmeckt, oder? Und es ist gesund. So Sebastian, what's the last thing you ate? It was a double cheeseburger from McDonald's. So do you know where McDonald's gets their meat from? Out from the advertising, I think it's from the region. How important is it for you to know where your food comes from? It's not so important for me personally. So you don't? I don't care very much. So, what's the last thing you ate? The last thing I ate was a salad on the Deutsche Bahn, on the train. So. Right. So, do you know where that salad came from? No, but it tasted really fresh. So you're relying on that? Yeah, so when you have no other option, you have to, of course, yeah. Is it very important for you where your food comes from? Yeah, very, and I actually think a lot about it because I grew up on a farm, and so of course, like I know that I can trust the food that came from my family because we know where things come from in our region. But as now that I live in Germany, these things are harder to find out, especially like if you don't know who to ask or where to ask. And I feel like a lot of things get lost, you know, the ties get cut, and you don't know where to ask. Yeah.